Ja, es ist erstaunlich. Auf dieser Konferenz kommen wirklich Milieus zusammen, die vorher mehr über als miteinander geredet haben. Die traditionellen Kulturinstitutionen waren oft überfahren und geschockt über das, was an Dynamik sowohl von Firmen als auch von zivilgesellschaftlichen Initiativen wie Wikipedia ausgegangen ist. Gelegentlich auch fast in einer ablehnenden Position umgekehrt. Hatten oft auch gerade diese Initiativen und diese Bewegungen kaum Verständnis für die Genauigkeit und das manchmal etwas langsamere, mit dem Kulturinstitutionen sich mit kulturellem Erbe beschäftigen. Das Thema ist ein klassisches Querschnittsthema, wo man eben sieht, wie das Internet gesellschaftliche Praktiken verbessert und verändert. Dass hier die verschiedenen Akteure, Wikimedia, Kollegen von Google und dem Internet und Gesellschafts Collaboratory zusammenkommen mit, ich sage mal, den traditionellen Verwaltern des kulturellen Erbes, den Archiven, den Bibliotheken, dem preußischen Kulturbesitz, ist eine sehr fruchtbare Mischung. Und hier erleben wir jetzt, dass diese Milieus zusammenkommen, dass sie gemeinsam Perspektiven entwickeln und dass die gemeinsam ausloten, wo Möglichkeiten der Kooperation ist. Ich denke, das ist ein ganz großer Fortschritt und da sieht man einfach auch, dass alte Feindbilder überwunden werden können. Die offenen Lizenzmodelle sind vor allen Dingen wichtig, weil wir im Internet von den gesunkenen Transaktionskosten ja einen Nutzen ziehen können. Und das geht aber nur mit interoperablen Modellen, die den Rechteaustausch und die Rechteklärung so einfach machen, dass eben nicht für jede Transaktion wieder eine Recherche anlaufen muss. Und ich glaube, dass Kulturinstitutionen, Gedächtnisinstitutionen auf so einer Einzelfallbasis ihre Arbeit nicht mehr machen können im Internet. Das geht nur über Standardmodelle und da sind natürlich freie Modelle besser, weil sie interoperabel sind. Eine Scheiterkultur kultivieren, das heißt eine Kultur, in der sie Dinge ausprobieren, die können schief gehen, die können funktionieren. Wenn sie schief gehen, probiert man was Neues aus. Wenn sie erfolgreich sind, adaptiert man sie, propagiert sie, lässt sie von anderen übernehmen.
was wir im Moment haben, ist eine Kultur, in der aus der Angst zu scheitern erstmal nichts getan wird und gewartet wird, bis andere Player voranschreiten, wo man dann plötzlich in einem Zugzwang ist, den man gar nicht hätte brauchen müssen, um etwas auszuprobieren und Spaß zu haben.